Sie haben Spaß an Technik, Sie haben Spaß an Landmaschinen, Sie wollen sich vielleicht auch eine Landmaschine kaufen, wenn auch eine kleine, so einen hier für den Hobbymenschen. Bleiben Sie dran, wird eine interessante Sache. Ich stelle Ihnen heute mal diesen KM8 Einachser etwas genauer vor. Dazu fahren wir erstmal von hier raus auf die Felder. Mit so großen, die da hinten auf mich zukommen, kann ich nicht aufwarten. Da hinten haben wir nämlich eine schöne freie Fläche mit einem schönen, ganz unebenen Felsweg. Da können wir das mal richtig mal testen. Ein tolles Spielzeug für die ganz harten Selbstversorger. KM8 heißt die Maschine, 13 PS, Honda Motor, Benziner, ist vielleicht nicht das ideale Benziner, aber war erheblich preiswerter. Der hat Ähnlichkeit mit dem Bertolini oder ist auch ein Bertolini-Nachbau. So um den Dreh habe ich mir das erklären lassen. Und direkt vorweg gesagt, das ist kein Spielzeug. Also die 13 PS mit der kurzen Übersetzung, da dürfen Sie sich keinen Fehler erlauben. Also ich habe die Maschine schon mal anderen Leuten in die Hand gedrückt und die haben es geschafft, die Maschine aus der Kontrolle zu geraten, sind dann 10 Meter in Weizenfeld reingedonnert. Also höchste Konzentration ist hier definitiv angesagt, vor allen Dingen, wenn man schneller fährt. Fangen wir mal mit den Bedienungselementen an. Ein Benzinhahn, ein Schok und ein Seil zum Anziehen. Natürlich kann man den auch mit Elektrostarter haben. Alles eine Frage des Geldes. Es gibt einen ganz witzigen Aufkleber hier drauf, den müssen Sie sich mal angucken. Dahinter kann man das erkennen. Maximalgeschwindigkeit, Hase, Minimalgeschwindigkeit, Schildkröte. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen On-Off-Schalter, den ich allerdings nie benutze. Ich nehme da den Todmann-Schalter für. So, haben Sie erstmal Platz genommen auf dem Kutschbock hier dieser Höllenmaschine. Da gibt es weitere Bedienungselemente, die immer wieder gebraucht werden. Der Sicherheit dient dieser rote Schalter hier, Todmann-Schalter. Wird der gedrückt, bleibt die Maschine an, geht er hoch, wird hier dieser Schalter ausgelöst und die Maschine geht aus. Der klemmt mittlerweile ein bisschen, ist auch gar nicht mal schlecht, weil jedes Mal, wenn ich absteigen würde, jedes Mal, wenn ich irgendwas aufsammeln müsste und müsste immer wieder neu anwerfen, viel zu aufwendig, also wenn das Ding ein bisschen klemmt, kann gar nicht schaden. Auf der anderen Seite der Gashebel, ungleich mit dem PKW, der bleibt in der Position. Gas gegeben, bleibt er auch so. Klar, muss man haben. Ich kann nicht dauernd das Gas regulieren, wenn ich da flüge oder mit der Fräse drüber fahre. Ist viel zu aufwendig. Gas eingestellt, Drehzahl bleibt gleich. Dann gibt es am rechten Lenkholm eine Bremse, linke Rad und der andere, den ich schon mal, wo ich schon mal hängen mitgeblieben bin, auf das rechte Rad. Die beiden Hebel werden gebraucht, wenn ich vor allen Dingen unter Last, wenn da viel drauf ist, wenn ich um die Kurve fahren will. Sie kriegen das Ding nachher irgendwann nicht mehr um die Kurve gedreht bei höherer Geschwindigkeit. Da brauchen Sie die Lenkbremse, Sie ziehen die, das Rad blockiert oder bremst und dadurch fährt die Maschine um die Kurve. Auf der linken Seite die Kupplung. So, da gibt es mehrere Funktionen. Der Todmann-Schalter, drücken, damit die Zündung an ist. Kupplung ziehen, Todmann-Schalter nach oben. Und dann müsste hier eigentlich, mal sehen, ob ich das irgendwie demonstrieren kann, ein Häkchen sein, was allerdings ausgeleiert ist. Das geht so nicht. Ist ja auch nicht weiter tragisch, wenn der Todmann-Schalter ein bisschen klemmt. Sowohl die Kupplung als auch die Bremsen lassen sich blockieren mit diesem kleinen Bügel hier. Zack, und schon ist die Kupplung gezogen.
und bleibt auch so. Des Weiteren am linken Holm ein Zug für die Differentialsperre. Unschwer zu erkennen, wofür die ist. Wenn ich in Matsch komme und ein Rad dreht durch, Differentialsperre rein, dann ziehen sie beide durch. Ein weiterer Zug auf der rechten Seite, der auch recht nützlich ist. Damit lässt sich der ganze Lenkholm verstellen in mehreren Rastungen. So rüber oder auf die andere Seite. Sinn der Sache ist, wenn ich pflüge zum Beispiel, dann muss ich nicht immer hinterherlaufen, sondern laufe nebenher auf dem Stück, wo ich noch nicht gepflügt habe. Ein weiterer Hebel ist dieser. Damit lässt sich der ganze Lenkholm nach oben oder unten stellen. Werkzeuglos. Tolle Sache. Weil je nachdem, welche Arbeiten verrichtet werden, ist die Maschine nicht immer waagerecht, so wie jetzt hier mit einem Anhänger. Wenn ich mit der Fräse fahre, wird die hinten runtergedrückt und dann müsste ich irgendwann an der Erde laufen. Und dann kann man das Ding prima rauf und runter stellen. Schon fast shopper-like. Eine Gangschaltung besitzt die Maschine natürlich auch. Und zwar 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang wird geschaltet über diesen Hebel. Allerdings kann man die Maschine nicht so fahren, wie man Auto fährt. Also man kann nicht im ersten Gang anfahren, dann in den zweiten schalten, habe ich versucht. Scheint, ist da kein Synchrongetriebe drin. Macht aber auch wenig Sinn, selbst wenn ich im vierten Gang anfahre. Die Maschine ist immer noch stark genug. Ebenfalls hier am Lenkholm haben wir ein Schaltschema. Je nachdem, wie rum die Maschine benutzt wird, ob im Vorwärtsbetrieb oder rückwärts, je nachdem, welches Anbaugerät da hinten dran hängt, da sind die Gänge aufgezeichnet, wo sie sind. Beim Flügen wird dieses Schema benutzt, weil der Flug ist zwar hinten dran, aber die Maschine fährt voraus. Hätte ich einen Balken mehr, wird der Balken mehr auch da dran getan, aber der ganze Lenkholm wird auf die andere Seite geschwenkt. Also quasi schiebt man die Maschine dann vor sich her mit dem Balken mehr vorne dran. Und noch einen Hebel haben wir, und das ist dieser. Da wird die Anbaugeräte in der Geschwindigkeit geregelt. Da hat man zwei Gänge oder zwei Stufen, 1 und 2. Und weil wir ja in modernen Zeiten leben, eine ganze Reihe Warnhinweise haben wir auch drauf. Bedienungsanleitung lesen, dass ich nicht mit die Füße in die Fräse stapfe, ist klar. Und so einige andere, wo ich mir nichts draus machen kann, wie dieses oder dieses. Auf jeden Fall sieht es gefährlich aus. Ich habe ja keine Ahnung von Reifen. Da steht drauf 650-8. Jedenfalls sind da ziemlich dicke Dinger. Die haben mich noch nie im Stich gelassen. Wechselfelgen. Man kann die Spurbreite einstellen, je nachdem, wie rum ich die montiere. Ich habe mittlerweile auch die Reifen richtig rum drauf. Je nachdem, wie rum ich die montiere, die Spurbreite einzustellen. Ein bisschen Stauraum haben wir auch hierbei, und zwar unter dieser Abdeckung. Hier ist so ein kleines Fach mit allem möglichen, für allem Platz für Werkzeug und was man sonst so braucht. Fett, Schraubenzieher, ein Ersatzsplint, haben wir einen hier. Und natürlich Tank. Hier drin. Super, nicht E10, Unverbleit, ist klar. Also besonders spritsparend ist die Maschine nicht. Ein Diesel wäre wahrscheinlich ein ganzes Stück besser gewesen oder ein ganzes Stück sparsamer gewesen. Dafür ist eine Anschaffung teurer. Das ist ein Rechenexempel. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich habe mich für Benziner entschieden, weil der preiswert ist. So viel fährt man damit nicht. Also ein bisschen im Garten hin und her. Ich fahre mal die Kinder abholen von der Schule oder vom Kindergarten damit. Tut sich wahrscheinlich nicht viel dran. Es sei noch kurz erwähnt, wie der... Wenn Sie einen Anhänger benutzen möchten, wie der drankommt, da ist so ein Stift hier durch, Splint lösen, so, Stift rausdrücken, dann kann man den Anhänger abhängen. Ebenfalls anhängen lassen sich da alle Anbaugeräte, die nicht motorbetrieben sind, Pflug, Egge, was man so haben möchte oder meint haben zu müssen. Angetriebene Anbaugeräte, die kommen hier rein, da ist die Zapfwelle hinter. Da kommen so zwei Stifte rein, damit die richtig passt. Und dann wird die ganze Sache hier mit den Schrauben angeschraubt. So, bevor da jetzt wieder hunderte von Fragen einkommen, wo ist die Maschine her?
von der Firma Motorgeräte Fritsch irgendwo ganz tief im Osten Deutschlands. Straße der Einheit 122 8340 Schwarzenberg. Ganz leicht im Internet zu finden. So, bevor wir gleich ein paar Fahrübungen machen, dahinter der Weg, der ist nämlich ziemlich schrecklich. Da wird der Maschine schon was abverlangt. Ich möchte noch auf ein paar Dinge eingehen, die mir aufgefallen sind, wie meine Erfahrungen mit der Maschine sind. Also der Motor ist klar, ist ein Honda-Motor, der springt immer an, keine Probleme mit gehabt. Aber es gibt einige Sachen, die haben mich gestört. Geliefert wurde der umgekehrt, also als würde ich einen Balkenmäher benutzen. Und die Züge waren falsch rum montiert. Ich musste die Züge wechseln. Dann mit dem Gaszug habe ich ein Problem. Der passte nicht, weil der ganze Gaszug war falsch eingestellt. Das Standgas war entweder zu hoch oder zu niedrig. Musste ich komplett auseinanderbauen. Und nach dem Zusammenbau, ich habe mehrere Versionen probiert, egal wie ich den Gaszug auch lege, der kommt immer hier an den Auspuff. Also entweder das ganze Ding ist ein bisschen zu kurz oder ich bin wirklich zu deppert. Hier läuft er entlang. Ich konnte machen, was ich will. So richtig frei läuft er nicht. Deswegen hier ist hier ein bisschen Isolierband, Klebeband drum, damit er nicht allzu heiß wird. Das gleiche gilt für die Schaltung. Also die war vollkommen falsch eingestellt. Die war so knapp eingestellt, da war kaum ein Gang reinzukriegen. Die trennte nicht. Ich habe das nachjustiert, habe aber immer noch große Probleme, vornehmlich, wenn ich einen Gang rausnehme. Also das Gang rausnehmen ist enorm kritisch. Rückwärtsgang, erster Gang, dritter Gang, also das sind so die Gänge, die man so braucht, immer noch große Probleme. Aber das muss ich vielleicht auch erstmal einspielen. Ich meine, an Laufleistung hat die Maschine ja nicht mal 50 Stunden oder sowas. Vielleicht regelt sich das mit der Zeit, aber das hat mich ein bisschen geärgert. Also ohne Frickeln kommen sie nicht ganz hin. Und noch eine Sache, die kann ich jetzt zumindest grob darstellen, was ich meine. Ich habe enorme Probleme gehabt mit der Fräse, weil einen Flug habe ich noch nicht, aber mit der Fräse, um die tief genug hinten in die Erde reinzudrücken. Also mal nicht mal nur 2-5 cm, wenn ich die tief genug in die Erde drücke, geht die Maschine aus. Weil laut Auskunft des Importeurs hat die hier so einen Sensor drin, der den Ölstand kontrolliert. Das kurz mal simuliert, wenn ich die Maschine schräg stelle und würde die jetzt hinten mit der Fräse runterdrücken, dann fängt die an irgendwann so schräg zu stehen, dass der Ölschalter abschaltet. Also ich habe die ersten Arbeiten hier im Frühjahr, ich konnte nur so tief fräsen, tiefer kam ich nicht. Also man sieht das, je nachdem wie tief ich will, irgendwann ist Abschaltstadium erreicht. Dann habe ich im Frühjahr ein paar Mal dort angerufen, habe mit diversen Mitarbeitern gesprochen, keiner konnte mir irgendeine Erklärung dafür nennen. So, jetzt ist der Herbst, ich muss wieder arbeiten, musste die Fräse wieder anschalten, dasselbe Problem. Ich habe mir gedacht, okay, ist vielleicht, muss die sich einlaufen. Selbe Problem, tiefer als 5 cm war da nicht zu kommen. Da habe ich dann nochmal angerufen, habe dann mit dem Chef gesprochen und er hat mir das so erklärt, dieser Ölabschalter hier, der hat nur den Sinn, wenn wirklich zu wenig Öl drin ist, die Maschine abzuschalten. Also wenn ich jetzt nicht nachfüllen würde hier, wird die abschalten bei zu wenig Öl. Ansonsten, wenn egal wie schräg der Motor steht, durch die Bewegung wird das Öl im Motor verteilt. Ich kann da mir kein Urteil drüber erlauben. Ich werde das jetzt demnächst ausprobieren, wenn wieder Flüge und Fräsarbeiten anstehen. Das ist jedenfalls die Erklärung. Wenn Sie das Problem haben, einfach den Schalter totlegen oder abknipsen oder was auch immer. Das soll die Lösung dafür sein. So, und jetzt nehmen wir den Weg. Jetzt machen wir eine Probefahrt. Kommen Sie mit. Totmannschalter, Schok und los geht's. Kupplung ziehen, dritter Gang und los.
sowohl der Anhänger als auch der Zugmaschine hat natürlich keine Federung. Deswegen rappelt das hier ganz mächtig. Wenn Sie schneller fahren, ich sage Ihnen, Sie rutschen von der Sitzbank runter. Jetzt probieren wir das Ganze mal im vierten Gang. Und das ist jetzt noch nicht mal schnell. Alles in allem also ein ziemlicher Spaß. Jetzt könnte man sagen, braucht man so eine Maschine für Selbstversorgung? Also meine persönliche Meinung, natürlich braucht man irgendein Hilfsmittel, weil Selbstversorgung ist nicht nur Garten. Ich werde Ihnen das noch darlegen. Also, wenn Sie mehr wollen und nicht mehr 22 sind, kommen Sie ohne so eine Maschine nicht zurecht. Also ich wüsste nicht mehr, was ich ohne dieses Ding anstellen wollte. Allein die ganzen Bienensachen, die ich immer hin und her schleppen muss, das Tierfutter säckeweise und irgendwann ab einem gewissen Alter geht das nicht mehr. Das ist eine feine Sache, ein wirkliches Spielzeug für die wirklich harten Selbstversorger. So, ich fahre jetzt nach Hause, trinke mir einen Kaffee. Ich hoffe, Ihnen hat der Film gefallen. Ich habe noch ein paar Filme angefügt hier auf der Seite, wie man damit arbeitet. Und auf der Seite der Link zum Abonnieren, weiterempfehlen. Entscheiden, ob Sie das wollen, ob Sie so eine Maschine wollen, müssen Sie selber. Aber ich denke mal, haben Sie erstmal so ein Ding, haben Sie ein bisschen Spaß an Landmaschinen, ein bisschen Spaß an Technik. Sie werden begeistert sein. Das ist eine tolle Sache, mit diesem Ding hier über die Feldwege zu juckeln. So, bis dann. Tschüss.